Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat sich mit seinen Reformplänen durchgesetzt. Nach 2,5-tägiger, zum Teil heftiger Debatte beschloss das Zentralkomitee heute, auf das Machtmonopol der KPDSU zu verzichten. Damit wird nun auch in der Sowjetunion der Weg frei zu einem Mehrparteiensystem. Nach Auskunft von Teilnehmern fiel die Entscheidung mit nur einer Gegenstimme. Abgesegnet werden muss der Beschluss jetzt noch vom Parteitag, der auf Wunsch Gorbatschows vom Herbst auf den Sommer vorverlegt wird. Nun ist die Grundlage für einen demokratischen Staat geschaffen. So äußerte sich unmittelbar nach der Abstimmung der bekannte sowjetische Augenspezialist Professor Fjodorow, der als Gast am Plenum teilnahm. Mit dieser klaren Mehrheit hatte nach den gestrigen heißen Auseinandersetzungen niemand mehr gerechnet. Während die Sowjetunion mit Gorbatschow an der Spitze im Prozess der Demokratisierung eine Vorreiterrolle in Osteuropa übernommen hatte, so ist die KPDSU nun die letzte der großen kommunistischen Parteien, die auf ihren Machtanspruch verzichtet. Wie hoch es hergeht auf dem ZK-Plenum, beweist allein die Tatsache, dass trotz Glasnost die Informationen nur sehr spärlich fließen und das Treffen überraschend um einen Tag verlängert wurde. Es geht ja auch um viel. Um die Einführung marktwirtschaftlicher Mechanismen, um mehr Selbstständigkeit für die aufbegehrenden Republiken und auch um personelle Veränderungen innerhalb der Partei. Mit dem Verzicht auf den Führungsanspruch der Kommunisten ist nun auch in der Sowjetunion ein Mehrparteiensystem möglich. Michail Gorbatschow hat erklärt, dass die Kommunistische Partei weiter um die führende Rolle kämpfen werde. Allerdings mit demokratischen Mitteln und nicht per Anordnung. Noch im Dezember hatte Gorbatschow auf dem Volksdeputiertenkongress abgelehnt, über den Führungsanspruch der Kommunistischen Partei überhaupt zu diskutieren. Er hat offenbar ein gutes Gespür, nicht nur für die rechte Zeit, sondern vor allem auch für das rechte Gremium. Nicht umsonst hat er ein erweitertes ZK-Plenum einberufen, von dem er sich eine stabilere Mehrheit für diese wegweisenden Entscheidungen versprechen konnte. Auf der ZK-Sitzung spielte heute auch die Deutschlandpolitik eine Rolle. Mit scharfen Worten äußerte sich Außenminister Schewardnadze zu den Vereinigungsbestrebungen. Derzeit, so sagte er, gehe in Europa das Gespenst des Revanchismus um. Die Diskussion um die deutsche Frage habe auch neue, gefährliche Hoffnungen auf die Revision der Grenzen geweckt. Die Äußerungen sind in Bonn zurückgewiesen worden. Vor dem Bundestag warf der CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Dregger Schewardnadze eine maßlose Sprache vor. Nach langem Zögern hat sich die britische Premierministerin Thatcher jetzt erstmals eindeutig für die deutsche Einheit ausgesprochen. Vor dem Unterhaus nannte sie die Vereinigung unausweichlich, warnte aber zugleich vor einer überstürzten Entwicklung. Der Vereinigung müsse eine lange Übergangsperiode vorausgehen, zudem seien auch die europäischen Partner wegen der großen Auswirkungen hinzuzuziehen. Die deutsche Einigung war auch Thema eines Gesprächs zwischen den Außenministern der Sowjetunion und der USA, Schewardnadze und Baker. Der Amerikaner war heute aus Prag nach Moskau gekommen. Offizieller Anlass des Besuchs ist die Vorbereitung des für Juni geplanten Gipfeltreffens zwischen Gorbatschow und US-Präsident Bush in Washington. Noch vor seinem Flug nach Moskau hatte Baker erklären lassen, dass er den Vorschlag von Außenminister Genscher unterstütze, bei einer Vereinigung beider deutscher Staaten die NATO nicht auf das dann frühere DDR-Gebiet auszudehnen. Die Entwicklung in der DDR und der anhaltende Übersiedlerstrom hat die Bundesregierung veranlasst, doch möglichst schnell eine Währungsunion anzusteuern. Der DDR sollen unverzüglich Verhandlungen darüber angeboten werden. Verbunden sein soll die Währungsunion aber mit Wirtschaftsreformen in der DDR. Das Bundeskabinett entschloss sich heute einstimmig zu diesem Vorgehen. Es folgte damit einem Vorschlag von Bundeskanzler Kohl, der schon in der nächsten Woche mit Ministerpräsident Modrow darüber sprechen will. Der Bundeskanzler hat es eilig auf dem Weg zur deutschen Einheit. Da sind Finanzfachleute reservierter. Immerhin, Bundesbankpräsident Pöhl signalisierte heute Übereinstimmung in Grundsatzfragen. Das Stufenprogramm des Wirtschaftsministers wurde zu den Akten gelegt, denn das Kabinett beschloss heute unverzügliche Verhandlungen über eine Währungsunion mit Wirtschaftsreform. So soll es DDR-Ministerpräsident Modrow bei seinem Bonn-Besuch angeboten werden. Bei der Regierungsbefragung durch das Parlament begründete der Finanzminister die Eile mit dem Hinweis auf die sich zuspitzende Situation in der DDR. Natürlich wären uns andere zeitliche Abläufe in einem Stufenprogramm mit Übergangsmöglichkeiten lieber gewesen. Aber ein längerer Zeitraum erfordert Geduld, politische Autorität
und viel Kraft. Die politische Szenerie und die politische Landschaft in der DDR entwickelt sich zum Teil anders. Und wir müssen uns auf den Verfall politischer Autorität und politischer Entscheidungskraft realistisch einstellen. Wir haben zum Ziel, nach dem Wahltag am 18. März unmittelbar entscheidende marktwirtschaftliche Reformen mit der DDR zu vereinbaren. Der bisherige Weg über die Übergangsregierung in der DDR hat leider zu keinem Erfolg geführt. Wir haben leider viel Zeit verloren. Nachdem sich das Kabinett in der Frage deutsch-deutscher Währungsunion mit Einführung der Westmark auch in der DDR ja entscheidend bewegt hat, was wir begrüßen. Frage an Sie, nachdem Sie gerade den Nachtragshaushalt angesprochen haben. Sind Sie nicht bereit, sich auch in der Frage Soforthilfen für die DDR beim Nachtragshaushalt entscheidend zu bewegen? Nein, das wollte er nicht, auch wenn sich die Opposition davon eine Bremswirkung auf den Übersiedlerstrom verspricht. Vor der Bundespressekonferenz äußerte sich Theo Weigel dann zu möglichen Auswirkungen auf den Bundeshaushalt. Welche finanzpolitischen Herausforderungen in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen, kann heute nicht quantifiziert werden. Jedenfalls werde es in diesem Jahr keine Steuererhöhungen geben. In einem heute gegründeten Kabinettsausschuss unter Vorsitz des Bundeskanzlers sollen nun künftig alle Fragen zur Schaffung der deutschen Einheit zügig koordiniert werden. Auch wenn es in Bonn jetzt so etwas wie eine große Koalition für die Einführung einer Währungsunion gibt, die Wirtschaftsexperten warnen nach wie vor zu großer Hast. Und im Gegensatz zu den Politikern sprechen sie die unbequemen Wahrheiten deutlich aus. Dass es nämlich auch mit Einführung von Westmark noch viele Jahre dauern wird, bis die Lebensverhältnisse in der DDR so sind wie bei uns. Und ihre Vorwarnung für die Bundesbürger? Über kurz oder lang müssen alle dafür in die Tasche greifen, und zwar ziemlich tief. Die erste Reaktion aus Ost-Berlin auf das Angebot zu einer Währungsunion war zurückhaltend. Regierungssprecher Mayer sagte, zunächst müssten sich Fachleute sorgfältig mit der Initiative des Bundeskanzlers beschäftigen. Der Vorschlag für eine Währungsunion ist auch Thema der Sendung im Brennpunkt, heute Abend gegen 22.10 Uhr. Soeben wird gemeldet, dass Bundeskanzler Kohl und Außenminister Genscher am Samstag zu politischen Gesprächen nach Moskau reisen werden. Das Land Niedersachsen will für die DDR Soforthilfe in Höhe von 214 Millionen Mark bereitstellen. Ministerpräsident Albrecht, CDU, legte das Programm heute dem Landtag in Hannover vor. Oppositionsführer Schröder, SPD, sagte seine Unterstützung zu. Die finanzielle Hilfe soll vor allem dem ehemaligen Land Sachsen-Anhalt, das sind die Bezirke Magdeburg und Halle, aber auch der Messestadt Leipzig zugutekommen. Erstes Ziel ist es, Menschen in Not zu helfen und die Zahl der Übersiedler zu verringern. Auch der Berliner Senat hat ein Soforthilfeprogramm beschlossen, und zwar für den Ostteil der Stadt. Mit 25 Millionen Mark soll dort geholfen werden, Altbauwohnungen zu sanieren. Bausenator Nagel räumte ein, dass der Betrag nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei. Es müsse aber ein Zeichen gesetzt werden, das die Menschen zum Bleiben in der DDR bewege. Das neue Forum, die Gruppe Demokratie Jetzt und die Initiative für Freiheit und Menschenrechte haben sich für die Volkskammerwahlen in der DDR zu einem linken Bündnis zusammengeschlossen. Sie wollen ein gemeinsames Programm vorlegen und gemeinsam den Wahlkampf führen. Dazu ein Interview des DDR-Fernsehens mit Bärbel Bohley vom neuen Forum. So, da habe ich mich jetzt vertan. Wesentlich die Demokratisierung auch noch weitergeführt werden, denn die ist ja absolut noch nicht beendet. An allen Ecken und Enden hapert es, und man sieht es auch, dass die alten Strukturen noch da sind. Dann sind wir sehr dafür, dass die Selbstbestimmung und auch die Eigenverantwortlichkeit der DDR-Bevölkerung nicht aufgesogen wird vom Westen, sondern dass wir unseren Weg selbst mitbestimmen wollen. Und das gehört eben mit zur Demokratisierung ganz wesentlich. Dann liegt uns sehr viel daran, an den ökologischen Absicherungen in der DDR, die natürlich auch auf der Strecke bleiben, wenn man hier nur investiert, an der Kontrolle der wirtschaftlichen Umgestaltung und vor allen Dingen an den sozialen Absicherungsmaßnahmen, die unbedingt notwendig sind, damit nicht zu viele Leute auf der Strecke bleiben. Und die westlichen Parteien haben ja nun genug zu tun, den neu entstandenen in der DDR ihren Stempel aufzudrücken
Und da sind sie natürlich nicht an der Bürgerbewegung interessiert, was mir eigentlich nur sagt, dass sie auch nicht an einer wirklichen Demokratisierung in der DDR interessiert sind. Denn nur wenn man wirklich demokratisieren möchte und will und weiß, wie wichtig das für uns ist, dann kann man also nicht um die Bürgerbewegung herum. Mit den Parteien alleine schafft man das nicht, das sieht man ja schon jetzt. Die neue Entwicklung in der Deutschlandpolitik beginnt sich nun auch auf die Zukunft der Bundeshauptstadt auszuwirken. Wegen eines möglichen Umzugs der Regierung nach Berlin ist die weitere Planung für das neue Bundespresseamt in Bonn ausgesetzt worden. Ursprünglich sollte im kommenden Monat der Vertrag über den Neubau unterzeichnet werden. Im Bundeshaushalt sind 250 Millionen Mark dafür vorgesehen. Wegen der unsicheren Lage, so hieß es heute im Presseamt, wolle man vermeiden, dass weitere Planungskosten anfallen. Der polnische Außenminister Skubiszewski hat heute in Bonn mit Bundeskanzler Kohl ausführlich über die jüngste Entwicklung in der DDR gesprochen. Dabei hatte Skubiszewski großes Verständnis für den Wunsch der Deutschen nach einer Vereinigung gezeigt. In der anschließenden Pressekonferenz machte der polnische Außenminister aber deutlich, dass die NATO ihren Einflussbereich nicht bis zur Oder-Neiße-Grenze verschieben dürfe. Das müsse der Westen unmissverständlich klarstellen. Die kommunistische Führung in Peking hat angesichts des Wandels im Ostblock erneut die absolute Führungsrolle der KP bekräftigt. In einer programmatischen Erklärung des Zentralkomitees heißt es, anders gerichtete politische Organisationen hätten keine Existenzberechtigung. Zugleich spricht sich das ZK aber für einen Dialog mit den bereits bestehenden nicht-kommunistischen Parteien aus. Ihnen sollten verstärkt Führungspositionen angeboten werden. Nach Auffassung von Diplomaten will Peking mit dieser Erklärung den Eindruck erwecken, es gebe in Peking einen politischen Spielraum für Andersdenkende. In Rüsselsheim haben heute etwa 400 Menschen Abschied von den Opfern des S-Bahn-Unglücks vom vergangenen Freitag genommen. Verkehrsminister Zimmermann kündigte eine genaue Untersuchung des Unfalls an. In seiner Trauerrede sagte er: Das Tragische an dem Unglück ist eigentlich, dass es sich mit einem Verkehrsmittel ereignet hat, das zu Recht als besonders sicher gilt, über moderne technische Sicherungseinrichtungen verfügt und dem sich jeden Tag Millionen Menschen anvertrauen. Durch das Zugunglück sind 17 Menschen ums Leben gekommen. In 11 Krankenhäusern werden jetzt noch 39 Verletzte behandelt. Die Gewinnzahlen im Lotto am Mittwoch, Ziehung A, 10, 12, 33, 36, 38, 47, Zusatzzahl 32. Ziehung B, 8, 10, 27, 44, 48, 49, Zusatzzahl ist 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 4, 9, 5, 4, 6, 0, 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 8. Februar. Der Satellitenfilm zeigt das östliche Mitteleuropa nahezu wolkenlos. Ein breites Wolkenfeld erstreckt sich vom Atlantik bis nach Frankreich. Es kam im Tagesverlauf rasch ostwärts voran. Ein in den dichten Wolkenkomplex eingelagertes Sturmtief zieht unter Verstärkung nordostwärts. Dabei überquert die Kaltfront Deutschland südostwärts. Ihr folgt kühlere Meeresluft. Die Vorhersage für morgen. Von Nordwest nach Südost Durchzug eines Regenbandes. Später von Nordwesten her Übergang zu wechselnder Bewölkung mit einzelnen Schauern. Tiefsttemperaturen 7 bis 12 Grad. Tageshöchsttemperaturen ebenfalls 7 bis 12 Grad. In der Nacht und am morgigen Tage stürmischer Wind um West mit einzelnen Orkanböen, im Tagesverlauf nachlassend. Die weiteren Aussichten: am Freitag Wolkenauflockerungen, nicht mehr ganz so windig, kühler. Wir melden uns wieder um 22.30 Uhr mit den Tagesthemen. Im Eiltempo zur Währungsunion, Bedenken bei Wirtschaftswissenschaftlern und Beschlüsse im Zentralkomitee, die Sowjetunion auf dem Weg zur Demokratie.